Hallo meine Lieben, ich bin wieder zurück. Falls es jemand nicht bemerkt hat, ich habe schon lange kein YouTube-Video mehr gedreht. Einige wissen es ja vielleicht schon oder haben schon gesehen auf Instagram. Ich bin ja umgezogen, bin auch jetzt hier in einer neuen Perspektive mit euch und wir gucken mal, wie das so funktioniert. Ich habe auch ein neues Stativ und alles. Ja, wenn irgendetwas scheiße ist, was Ton angeht oder sonstiges, dann schreibt mir das bitte. Ich hoffe, ihr versteht mich gut und das Licht ist auch gut. Ich habe noch ein anderes Licht, aber ich glaube, das ist doof mit dem Schatten. Das probieren wir jetzt gleich. Oder ist es besser? Wir können ja mal gucken, wie das so wird. Hier ist mein Stativ. Ich denke, wir machen ohne Licht. Das denke ich besser. Wir gucken. Dafür mache ich das Hintere an. Das ist auch gut. So ist besser, ja. Ja. Ich zeige euch heute ein bisschen was, was ich die letzten paar Tage geshoppt habe, was ich bekommen habe, was ich eingekauft habe. Ja, gestern war ich, also fangen wir mal an. Heute war ich in der Arbeit und habe reduziert und dann habe ich mir hier diese Pailletten einfach mitgenommen. Für 10 Cent. Ja, kann man nicht viel jetzt verkehrt machen. Ich hoffe, ihr seht das jetzt so, ja. Die habe ich mitgenommen. Die waren in der Bastelkiste, die jeder hatte. Und ja, sind bei mir jetzt soweit reduziert. Bei euch dann wahrscheinlich auch. Ja, dann habe ich letztens bei Facebook, glaube ich, in einem Flohmarkt eingekauft. Und zwar ein Stempelset von Danny Poise. Hey Baby. Das habe ich schon verpackt. Ich bewahre das ja so auf. Hier kommt noch der Name hin vom Stempelset. Das muss ich noch drucken. Und ja, das ist einfach ein süßes Babyset. Man kann hier mitteilen, dass man ein Baby bekommt zum Beispiel. Oder auch willkommen in unserer Familie. Ein Fotoalbum oder auch für eine Karte finde ich es eigentlich ganz schön. Ja, und ich mag ja gern Babykarten machen. Ich mache es zwar viel zu wenig, weil keiner mehr Kinder bekommt. Aber mich hat es sehr angesprochen. Und auch dieses Abi circa 2032 bis 2036. Total cool. Ja. Wie gesagt, Danny Poise, Hey Baby. So Klartext-Stempelset. Dann, was habe ich noch neu? Ich muss mich hier umgucken. Ich habe einige neue Stanzen von Ali. Die kann ich euch auch mal zeigen. Einfach Rahmenstanzen. Da ist, glaube ich, nichts Spezielles mit Dots, mit Stripes, mit genähten Xen. Ganz viele verschiedene. Da habe ich auch noch einige gewählt. Gepunktet, lang, eckig gewählt. Buchstaben habe ich noch hier. Ja, habe ich mir bestellt mal. Finde die nämlich eigentlich ganz in Ordnung. So, dann noch irgendetwas Neues hier. Eigentlich nicht. Ich war sehr brav beim Sparen, bis heute mein Kreativ-Bunt-Paket gekommen ist. Es kommt aber zum Schluss. Jetzt kommt nämlich noch Action. Ich war gestern bei Action, nach langer, langer Zeit mal wieder. Weil ich mich geärgert habe. Und zwar gab es bei uns nie etwas Neues in keinen der beiden Action. Das hat mich so aufgeregt, dass ich dann mir die Weihnachtsblöcke besorgen habe lassen und nicht mehr hingegangen bin. Und jetzt gestern war es wieder soweit und ich habe ein bisschen was eingekauft. Zum einen hier diese Stanzform. Da kann man hier diese verschiedenen Figuren machen. Füchse und was ist es noch? Waschbär, glaube ich. Und ja, die halten dann halt ein Herz in der Hand oder
keine Ahnung, einen Kaffee, einen Kakao. Dann kann man aber auch was anderes in die Hand geben. Wie, ich hätte jetzt eine Idee. Ich habe ja das Stempelset von Create a Smile mit den Bastelutensilien. Und dann drückt man den sowas in die Hand. Das ist ja auch ganz schön. Ja. Und natürlich, das Einzige, was ich noch bei Action kaufe eigentlich, sind nur Kartenrohlinge und Papier. Aber auch nur die großen Blöcke. Und da bin ich ein richtiger Suchti. Ich habe um die 100 Blöcke, glaube ich, von Action. und ich benutze die dann auch sehr wenig, weil das mir zu schade ist, das zu benutzen. Das darf man eigentlich gar nicht sagen. Aber ich kaufe den Block dann immer zweimal. Also eigentlich fast jeden Block zweimal, damit ich dann einen benutzen kann. Aber ja, da bin, glaube ich, nicht ich nur so verrückt. Es liegt nicht nur an mir. Ja, und ich war sehr überrascht, weil das bei uns in Action eigentlich nicht der Fall ist. Aber es gab mal Neueres, was ich noch nicht kannte. Ich habe natürlich alle schon verpackt. Ja, die zeige ich euch jetzt mal. Ich war sehr erstaunt darüber, dass es was Neues gab. Und deswegen habe ich gleich ein bisschen mehr zugeschlagen. Als Erstes habe ich mir einen Let It Be Flowers, der ist foliert. Ja, zweimal mitgenommen. So einen gab es früher schon. Ich werde den jetzt auf Anhieb hier nicht finden. Aber so einen ähnlichen gab es schon mal. Und das ist schon Ewigkeiten her. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, die ganz früheren Blöcke. Aber ich finde die jetzt auch nicht. Weil ich leider Gottes so viele hier habe. Auf jeden Fall gab es den schon so ähnlich. Und hier ist ein Papier drin. Das habe ich immer, immer benutzt. Ich meine, seht ihr das? So ist besser. Und ja, das ist mega tolles Papier. Musste gleich zweimal mit. Ups. Ich habe wirklich alle Blöcke doppelt. Das sage ich auch gleich. Nicht, dass ich das so anhört. Eigentlich nur die, die ich richtig, richtig schön finde. Dann habe ich hier einen neueren, denke ich. Ich weiß nicht. Steht kein Datum, denke ich. Weiß ich nicht. Gucke ich jetzt auch nicht. Botanics Black and White. Und zwar ist der so urwaldig angehaucht. Mit Grün und mit Schwarz und Weiß. Auch cool. Dann nochmal einen. Der sieht auch fast genauso aus. Der ist nur goldfoliert. Botanical Garden. Auch wieder so ähnlich hier. Ich blätter die jetzt nicht mit euch durch. So, jetzt gibt es einen Block. Ich liebe diese Blöcke. Nur leider benutze ich die so gar nicht. Und deswegen habe ich mir diesmal nur einmal mitgenommen. Ich habe ja auch hier welche, die habe ich 3-4 Mal. Das sind nämlich so Magic. Moon Magic, so. Ich finde das ja total cool eigentlich, hier sowas. Aber ja, man benutzt es eigentlich sehr wenig. Aber der ist auch mega, mega schön. So, dann. Irgendwelche Moments. Capture, denke ich. Ja, den habe ich mir wieder zweimal mitgenommen. Guckt euch diesen tollen Block an. Ich bin ja zurzeit total im rosa Waren. Und auch dieses hier ist ja mega. Auch hier so die Basics. Das passt voll gut zu dem neuen Weihnachtsblock. Der ist auch rosa. Dann ein Block. Wo ist der? Hier habe ich einen Block, den bereue ich gekauft zu haben, weil er mir gar nicht gefällt. Aber was muss, das muss. Das ist auch ein Botanical Garden. Und den haben sie es jetzt mit dem Namen. Aber naja, irgendwann wird man die schon benutzen. Oder auch nicht, dann steht er halt da. Wäre nicht der Erste.
Dann habe ich hier Basic in Bowl Florals. Wieder mit Blümchen und in so einem Rot, dunkelrosa gehalten. Der ist auch echt schön. Und der letzte, da gab es jetzt auch schon echt viele davon, ist Back to Basics in Gold foliert. Ja, da gibt es jetzt nicht viel zu sagen. Ich finde sowas jetzt immer cool, wenn man den hier als Kartenaufleger zum Beispiel und dann Mr. und Mrs. in Gold rein und dann hast du schon eine Hochzeitskarte. Und eventuell die Namen und fertig. Sowas finde ich halt immer für Basics, wie hier steht, richtig, richtig cool. Ja. Das war jetzt eigentlich alles vom Action, denke ich mir. Wir gucken jetzt weiter. Ja, Weihnachtsblöcke, genau. Action-Weihnachtsblöcke. Ich habe auch wieder gebastelt. Ich habe zwar nur noch diese hier da, aber das waren die letzten Tage meines Lebens, habe ich mit Adventskalender verbracht. Ja, Adventskalender to go, kennt jeder. Mache ich alle Weihnachten. Und da habe ich wieder einige gebastelt. Und hier habe ich auch neue Actionblöcke benutzt. Der hier und der hier ist vom letzten Jahr. Aber alle anderen sind von diesem Jahr. Und ja, habe ich gebastelt die letzten paar Tage. Da wollte ich auch noch ein Tutorial drehen, weil sich das eigentlich mehrere gewünscht haben. Wollt ihr das denn noch sehen, wie ich die mache oder eher nicht? Weil dann würde ich das noch aufnehmen, wenn euch das interessiert. Dann schreibt es in die Kommentare. Ja, jetzt kommen wir zu einem Paket von EcoPack. Ne, das ist von der Vera, von Kreativbund. Und zwar habe ich mal wieder bestellt. Ich muss ja sagen, ich habe die letzten paar Monate etwas nachgelassen. Mit dem Bestellen und auch mit dem Videodrehen. Und wenn ich dann mal zwei, drei Stempelsets bestellt habe, dann dachte ich mir, ich brauche jetzt ein Video zu machen, weil das ist ja dann, das brauche ich einfach nicht für ein paar Stempelsets. Ich hasse auch 5-Minuten-Videos, also da mache ich dann lieber eine Insta-Story. Und ja, diesmal war ich dann mit dem Umbau hier fertig, bin eingezogen, bin auf der Couch gelegen und was macht man da dann? Richtig. Man eskaliert. Ich ebenso und das Wichtigste, warum ich euch bestellen wollte, habe ich natürlich vergessen, so wie es immer ist. Und zwar brauche ich unbedingt noch das neue Distress Oxide, das lilane, und einen Wink of Stella. Weil ich beglitzere ja eigentlich jede meiner Karten und auch hier überall ist Glitzer, wenn man das sieht. Und das mache ich immer mit dem Wink of Stella. Die sind echt teuer, muss ich dazu sagen. Weil mich auch letztens welche gefragt haben nach diesem Stift, wie ich das mache mit dem Glitzer. Die haben halt die Pinselspitze. Hier sieht man es. Und Glitzer drin. Das ist jetzt mein Lieblingsstift. Ich habe nur diese und zwar Gloss Clear 999. Müsst ihr mal gucken. Wink of Stella Sick. Er ist recht teuer. Aber ich muss dazu sagen, der ist bei mir öfters leer und dann mache ich einfach ein bisschen Wasser rein, ein kleines bisschen, weil Glitzer ist ja da immer noch drin und dann benutze ich den ewig lange und so spare ich mir ein bisschen Geld und nehme jedes letzte Produkt noch her. Jetzt gestern habe ich wieder Wasser reingefüllt und jetzt heute benutze ich ihn dann wieder, schüttel ein bisschen und dann ist er wieder fresh vorne. Und man kann wieder voll loslegen. Ja, das am Rande. Also ein bestelle ich mir nächstes Mal doch wieder mit. Weil, ja. So, jetzt sieht man schon. Stempel und Papier, wie eigentlich immer. In jedem meiner Rolls. Ich habe mal wieder beim Papier zugeschlagen.
kann euch leider nicht sagen, ob was im Angebot war oder nicht. Doch, kann ich. Ich habe hier eine Rechnung. Die gucke ich aber immer nicht so gerne an. Also. Ja, gut. Ja, gut. Ich mache das immer so. Ich habe ganz viel in meinem Wunschlistenabteilung und dann packe ich mir einfach ein bisschen was in den Warenkorb. Wenn mir der Betrag gefällt, packe ich mir dann immer noch zusätzlich ein paar Enamel Dots rein, weil ich finde, das ist bei mir so basic. Und zwar habe ich mir da dieses Mal so richtig tolle Farben reingepackt. Ich dachte mir, rosa und blau wie eigentlich immer. Das ist einmal, steht das hier? Ja. Nö. Aber hier. Einmal in Mint und einmal in Baby Rose. Ich glaube, jeder weiß, was ist. Ich dachte mir jetzt, Mint wäre anders, aber ist egal. Naja, das ist Mint. Kosten 2,95 jeweils. Finde ich einen super Preis und vor allem braucht man da echt nicht viele und die halten ewig bei mir. Dann machen wir weiter mit den Blöcken. Ich liebe ja meine Blöcke. Ich liebe Papier. Und ich dachte mir, wenn ich schon mal bestelle, dann richtig. Ich habe mir jetzt diesen Block hier bestellt von L'Enfant. Hier sind immer 36 Sheets drin. Super Preis-Leistung. Wenn ich euch jetzt die anderen zeige, was die kosten, dann diese hier. Also mega. Das ist Watercolor Wishes Rainbow von L'Enfant. Kostet 5,95 €. Das ist so ein Watercolor-Block. Ich kann euch den ja auch mal zeigen. Jetzt sind wir ja schon am Ende angelangt dann. Ich habe ja nur noch das Zeugs hier zum Zeigen. Von dem her. Ich mache euch jetzt nicht jeden auf, keine Sorge, sonst brauchen wir noch 5 Stunden. Aber den hier, weil der so doof zum Zeigen ist. Und zwar ist es einmal Watercolor, ganz normal, mit so Verläufen. Und dann einmal in gepunktet, da ist auch ein Verlauf drin. Und es geht die ganze Zeit so. Hier haben wir so Punkte. Ja, kann man super auch für Hintergründe nehmen oder als Base und einfach einen Spruch drauf und fertig. Ja. So. Total cool. Den habe ich auch noch nicht. Also ich kenne ihn nicht. Und dann habe ich mir noch einen der neueren Blöcke gekauft, 2021. Ja, der war auch neu. Und zwar Sweater Weather Remix. Der hat auch halt. Dieser hier war ein Angebot, der hat 1 Euro weniger gekostet, 5,95 € und dieser hier 6,95 €. Der hat auch total schöne Muster. Jetzt bekomme ich den nicht auf. Oh wow, ja auch für den Herbst. Das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Na gut, Herbst ist eh bald vorbei. So. Ich nehme die immer hinten rein. Jetzt können wir gucken. Hier immer basic und ein bisschen mehr. Ja. Total cool. Auch wieder die 36 Sheets. Ja. Dann habe ich einen Blog von Doodlebug. Ich liebe Doodlebug. Doodlebug, ich bastle mit Doodlebug nicht. Weil mir das zu bunt ist irgendwie. Aber ab und zu, wenn ich meine verrückten Tage habe, dann ja. Das ist jetzt Fabulous Friends. Nö, ist es nicht. Das ist Happy Hunting. Paper Pad. 6,95 €. Hier sind aber nur 24 Sheets drin. Doppelseitig bedruckt. Diese hier sind einseitig bedruckt von L'Enfant. Und 36 Stück. Also, was Preis-Leistung angeht, ich weiß nicht, aber es ist halt auch wunderschönes Papier, muss man sagen. Jetzt nach Halloween, ist vor Halloween. Halloween kommt jedes Jahr
Und wie man sieht, hier sind auch so Tags zum Ausschneiden, Kürbisse, die Farben alleine mega. Dann hier Eulen, die finde ich auch cool. Und die muss man, jetzt habe ich den, die muss man ja nicht zu Halloween hernehmen. Und hier Pünktchen und das ist ja mega. Ja. Augen. Sternchen. Und wieder von vorne. Ja, total cool. Dann kommen wir zu meiner zweiten Lieblingsmarke. Nach Doodlebug. Wieder mit 24 Sheets doppelseitig bedruckt. Habe ich mir gleich vier Stück mitgenommen. Vier verschiedene. Zwar kostet da einer, nein, nicht jeder. Hello Autumn 6,45. By the Sea. Muss ich gucken. 6,95. Summer Market 6,45. Oh Happy Day war im Angebot 5,95. So, auch die zeige ich euch jetzt noch. Und dann kommen wir zu den Stempeln. Also erstmal auch Happy Day. Ist wieder so blumig angehaucht. Habe ich eigentlich genug jetzt von Action. Aber wollte ich unbedingt mitnehmen. Vor allem gucke ich die eh immer nur an und benutze sie nicht. Dann Summer Market, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber Papier ist ein Verbrauchsmaterial eigentlich und dann kann ich einen hernehmen, wenn ich ihn schon habe. Ist gar kein Problem. Auch so blümchenmäßig, aber der ist halt mehr frühlingshafter und farbenfroher. Auch für den Sommer. Dann Hello Autumn, der passt jetzt richtig mega gut. Den hätte ich jetzt vor ein paar Wochen brauchen können. Egal. Jetzt habe ich ihn. Bei Action gibt es ja jetzt auch tolle Herbstpapiere oder gab es. Der hat immer die Herbstfarben einfach drin. Und mega schön. Und By the Sea, den habe ich gekauft, weil ich einfach gar nichts zum Thema Maritim habe, weil ich das eigentlich gar nicht mag. Aber irgendwie dachte ich mir, wenn irgendjemand mal irgendetwas zum Thema will, habe ich dann auch sowas. Und ich weiß ja schon, wem ich da eine Karte draus zaubere. Der ist jetzt hier auch doppelseitig wieder bedruckt, wie die anderen auch, und hat einfach so ein maritimes Design. Ja, und das waren die Papiere. Jetzt kommen wir zu meinen Stempeln. So, die Marken, wie auch immer. Mama Elephant, ihr kennt mich. Dann CC, mit denen fangen wir an. Und zwar kauft die zurzeit jeder, und ich weiß, ihr habt die bestimmt schon 500 Mal gesehen. Und zwar sind es von CC Design die Cute Penguins. Die kosten 14,45 € und ja, ich muss da glaube ich nicht viel zu sagen. Ihr seht es, sind Pinguine, die angezogen sind, die eine tolle Mütze tragen, die einen coolen Schal tragen und haben hier so drei Sprüche bei. Ich bin eigentlich nicht so der CC-Fan, aber die haben mir gefallen. Dann My Favorite Things, Fabulous Friends. Und da habe ich mich ein bisschen geärgert. Die waren zwar im Sale, aber die habe ich dann ein paar Tage drauf im Facebook in der Verkaufsgruppe gesehen und dachte, schade. Naja, die kosten 14,95 €. Dann Mama Elephant habe ich mir drei Stempelsets gekauft. Und zwar die neuen. Wie soll es auch anders sein? Kosten jeweils 14,95 € die Little Gingerbread Agenda. Stay warm. Und
Sweet Treats. Ja. Das sind die drei, die ich mir gekauft habe. Das ist so ein Stay Warm. Das ist also ein bisschen Corona angehaucht. Stay safe and stay warm. You can count on me. Sending you warm, cozy hugs. Big squishy hugs. Lots of love. You've got a friend in me. A little treat for my sweet friend. Life is sweet, sweeter with you. Thank you for being so sweet. Die sind halt auch mega süß zum Kolorieren. Ja, das war mein kleiner Haul, naja, Watch Me Craft war es jetzt nicht. Und ich habe auch nur diese eine Sachen gezeigt hier, die ich gebastelt habe. Nennen wir es Haul. Danke fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr gebt mir ein Like und Follow. Und ihr seid mir immer echt treu und da bedanke ich mich. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen. Da heiße ich wie hier Jennys_bastelreich. Und ja, wir sehen uns demnächst. Tschüssi!